Schon im Erdgeschoss gleich links wird man mit vielen interessanten Arbeiten überrascht. Hier befinden sich Werke mit einer speziellen Mischtechnik auf selbstgefertigten Bildträgern. Diese bestehen aus einem 5 cm starken Keilrahmen und einer doppelt verleimten Sperrholzplatte. Es werden zum Beispiel Beton, gemischt mit Farben und andere Materialien verwendet. Beim nächsten Bild werden dann noch mit einer Kettensäge Strukturen eingearbeitet. Bei diesem Bild nun geht das nicht, denn der Untergrund ist aus Leinwand. Aber auch hier werden im Zusammenspiel von Bindemitteln, Bitumen und sogar Sprühlack interessante Farbabstimmungen und Strukturen erzielt.